Hey Leute, was geht? Willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal. Und jetzt zeige ich mal ein Video, das schon ein bisschen älter ist, aber es auf jeden Fall noch hochladen wollte. Deswegen wundert euch auf jeden Fall nicht, falls ihr da den orangenen Suit seht. Und falls ein paar Lucky Block Items fehlen, aber ich würde sagen, wir beginnen dann sofort mit dem Video. So, da steht jetzt der Pickles und wir werden jetzt hier das 1 gegen 1 Lucky Blocks Battle machen. Wir werden uns jetzt gleich 30 normale begeben und 4 Purple Ones. Und dann werden wir sehen, wer hier die Runde dann gewinnt. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil Pickles ja kaum richtig Battle spielt, aber vielleicht ist das jetzt natürlich, ne? Und, ja, Ich habe keinen Plan. Ja, deswegen, wir werden mal gucken und würde sagen, wir legen dann los mit dem Kampf. So, wie gesagt, bis ungefähr 15 haben wir Zeit. Wir müssen uns natürlich erstmal sehen, gegenseitig das Geben kurz. Bin schon drin, ich bin schon ready und ich würde sagen, wir öffnen hier schon mal das erste. So. Zack. Oh, einen super tollen Bogen haben wir bekommen. Okay, der PC wird sich weg. Komm mal her. Ich will dir noch kurz schnell. Stimmt, ich habe noch vergessen, dir eine Kiste zu geben. Also man muss einfach Splashboard Chest einfach so. Dann hast du noch eine Kiste zum Verstauen, habe ich vergessen zu sagen. Weil den da auf jeden Fall will ich nicht verlieren. So, der geht wieder zurück rein. Wie gesagt, wenn wir irgendwie sterben dadurch, dass wir was verlieren. Ja gut, dann ist halt ein bisschen kacke mit den Lucky Blöcken, aber es hat Lucky Blocks Duell. So, 4 Diamanten, auch super. Ich weiß nicht, wie es beim Herr Pickles gerade aussieht drüben. Also ich mach gleich wahrscheinlich meine erste Sache auf. Perfekt, der Rentner, man kennt ihn. Was soll ich sagen, ich bin halt alt. Eben, Herr Pickles ist alt, ohne Polyblöd. Deswegen, aber das passt ja schon. So, mal gucken. Dann haben wir. Ich würde aber lieber die Blöcke noch kurz wegpacken, falls ich wieder verliere, weil bei der Testversion, dass Pickles da seine ganzen Blöcke von verloren hat, das hat ihm dann nicht so toll gefallen. Oh, TNT, bitte nicht die Kiste zu springen. Oh, okay. Also, wenn die Kiste da springen wäre, dann wäre es schon ein bisschen kritisch. So, ich habe. Oh, Bettalarm. Eigentlich unnötig, aber okay. Schneebälle. Die schmecken doch. So. Einen Gleiter. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. 14 Minuten. Sonst bin ich gerade ein bisschen sehr schnell am Raschen. Aber das funktioniert ja schon. Wie gesagt, kannst du nachher mit den restlichen Sachen, die da hinten liegen, an unserem Spawner auch noch aufrüsten. Und noch genügend viel Zeit, um hier ein bisschen zu chillen. Also, Herr Pickles, wie sieht es denn bei Ihnen so aus? Was haben Sie denn so Tolles schon ergattert? Wir haben einen Stromschlag oder sowas gerade bekommen. Perfekt. Ich habe Schneebälle bekommen und ein Holzschwert. Ui. Ja. Richtig gut schon mal. Ah, die Gitarre braucht auch kein Mensch. Also hätte ich schon einen guten Bogen. Ohne RPG. Eine RPG. Die sofort in die Kiste erstmal rein. So. Nee, jetzt nicht so supi, muss ich ehrlich sagen. Ah, schade. Also muss man dazu sagen, wir machen immer ein Auto-Free. Das heißt, wir werden hier die Sachen immer resetten komplett, wenn Pickles halt komplett weggeballert wird. Eventuell wird es mal ein bisschen abändern in der Zukunft, mal gucken. Aber Pickles und Dodo ist mein erstes Versuchsobjekt. Aber mir läuft es momentan richtig gut. Also wir haben hier auf jeden Fall gute Sachen. Oh, Emeraldus. Oh, das ist so eine gute Runde gerade. Packen wir alles mal hier rein. So, alles da rein da. Ich habe nichts bekommen, okay. Oh, eine Bananenschale. Da hat schon der Pickles gerade schon ein bisschen kennengelernt, die Bananenschale. Ich kann halt bei der Hälfte der Sachen nicht sagen, ob die für mich sinnvoll sind oder nicht. Ja, aber das macht ja nichts. Eben. Für dich passt das schon, das denke ich mir. Ja. Also es geht ja hier um den Spielspaß. So, ich habe voll vergessen, dass ich meines Pickles mir eigentlich gegeben habe, um das besser abzubauen. So, okay. Ich sag nichts. Das ist alles. Schmackhaft. So, was haben. Oh, ein Klon von mir. Hallo, ich bin selbst ein Klon. Ach, hallo, das noch ein Klon. Das fliegenden Geister. Nee, das ist ein Klon von mir wirklich. Und ich muss dir ganz ehrlich zugeben, ich habe was Cooles bekommen. Also schon krasse Sachen. Aber das war schon ein bisschen Müll, muss ich ehrlich zu sagen. Da war schon ein bisschen viel Müll dabei. Meistens bei den letzten Blöcken. So, wir haben noch. Ja, okay. Also wir haben jetzt gerade 3 Minuten erst verballert. Vielleicht kürzen wir das doch auf eventuell 8 Minuten. Das würde, glaube ich, besser passen. Und in der Zeit hole ich mir schon mal hier meine Rüstung ab. Wie gesagt, wir sollen nur das. Wieso kann man manche Sachen aus dem Inventar eigentlich nicht in die Chest reintun? Weil das kitbedingte Items sind. So, wenn wir natürlich einen Dodo haben, können wir noch ganz easy hier, ob wir in der Map halt auch mal kurz hier die Diamanten holen. Emeraldas würde ich nicht zulassen, Diamanten schon. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit bis um 8, um es hier noch aufzurüsten. So, da waren noch, glaube ich, Diamanten drin, genau. Das heißt, wir gehen noch das Nötigste, das ist ja das hier. Und sonst, glaube ich, haben wir auch nichts, was wir noch aufrüsten können. Können wir mit 2 Emeraldas holen. Schwer. Balloons. Komm, wir nehmen Balloons mit. Und in der Zeit können wir schon mal ein bisschen sortieren. So, das geht hier hin, dahin, das geht wieder zurück. Und noch ein paar Pfeile. Dann kann ich den lieben Herr Pickles schön einen reindrücken. Also, wie fühlen Sie sich so in Ihrer momentanen Situation so? Ich habe gleich auch tatsächlich alle Blöcke durch. Also. Ui. Aber hier schon einer Profi geworden, haben wir. So. Ey, ich kenne mich doch schon voll aus hier. Kein Problem. Könnten noch eine Rüstung vielleicht hinkriegen. Ich sagte ihm nur noch 3 Minuten Zeit circa auf der Uhr. Ob ich das hinkriegen würde, wäre schon richtig knorke, du. So, du hast jetzt noch. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Wie gesagt, ich suche noch irgendwie nur eine Rüstung aufzutreiben. Vielleicht können wir noch ein paar Diamanten holen. Eventuell.
Wie gesagt. Ja, das wäre irgendwie ganz cool. Ich habe Gott sei Dank hier den Vogel, das heißt, kann ich mich ein bisschen schneller bewegen. So, ach, Diamanten. Oh, da können wir uns noch was kaufen von. Wir kaufen uns das hier. Wir kaufen und das hier. So, vielleicht können wir noch in den 2 Minuten noch was reißen, um hier Picos komplett dann fertig zu machen. Ja, natürlich. Wir dürfen nicht so aber unsere Insel verlassen, um Diamanten oder sowas genau zu suchen, oder? Genau, genau. So. Nicht, dass ich cheate. Nein, das ist ja alles erlaubt. Das ist ja in den Spielregeln drin. Deswegen, aber bis jetzt also bin ich bis jetzt schon sehr gut equipped auf jeden Fall. Diese 4 Ultra Lucky Blöcke, die waren auch sehr gut aufgeteilt, weil das sonst zu OP wäre. Warte noch ein bisschen, noch eine Minute Zeit und dann musst du deinen süßen Hintern in die Mitte begeben. So, ich habe noch ein paar Pfeile davon. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Grasblöcke haben noch uns genommen, falls sie halt irgendwie wegtippet werden, weil wäre doch nicht so geil, wenn wir nicht wegkommen würden. Aber auf jeden Fall habe ich hier schon gutes Zeug am Start, das schon richtig reindonnert. So, noch 30 Sekunden. Ich kann mir noch. Da geht noch was. Da geht noch was. Ich bin ja glücklicherweise ein bisschen froh, dass ich diesen tollen, super, ultra krassen Bogen bekommen habe, den ich gleich auf Pilos zuballern werde. Hab noch ein bisschen Schild dabei, noch ein bisschen Abwehrsachen. Also, man kann sich eher weniger beschweren hier. Wie sieht es mit Ihnen aus? Wie sind Sie so aufgerüstet? Oh, ich versuche panisch gerade noch genug Smaragde für eine Diamantrüstung zu bekommen. Also, es stand jetzt nicht ein Plan drin eigentlich, aber ich lasse es mal offen. Ist jetzt egal. Ich werde eh Pikos da ein bisschen zerstören, deswegen. Bei ihm lasse ich nichts gelten. Bei ihm lässt es jetzt ein bisschen gelten, aber sonst wäre das halt nicht so im Fall. Ich bin halt Noob. Ich darf das. Ja, genau. So, 8 Minuten. Jetzt müssen wir uns in der Mitte treffen. Das heißt, du darfst nicht mehr deine Stunde Base zurück. Wir müssen uns bereit machen. Aber also. Ja erstmal rauskommen. So, dann stell dich mal hier am Ende von dem Holz, was es ist, hin. Okay, ja. Okay. So, bist du bereit? Ja, mal schauen. Okay, wie gesagt, best of 3. Nächste Runde geht's dann wieder mit Lucky Blocks weiter und dann gucken wir weiter. So, bereiten 3, 2, 1 und kämpfen. Los. Da kommt der angeflogen. Also ich lasse natürlich ein bisschen frei. Hä? Okay, was war das jetzt? Hä? Nee, als ob der Bogen nicht geht. Hä? Ich weiß nicht, was Picos vorhat mit seinem Hammer, aber... Ich auch nicht. Das ist... Ich weiß nicht, was der okay. Hammer macht. Ja, mit dem kannst du nicht bauen, also der bringt dir nichts zum Kämpfen. Also, ich dachte so in Richtung Thors Hammer oder so. Nein. Der Dodo blockiert mich. Ah, obwohl... Also ich spiele jetzt ein bisschen mit Picos rum hier, weil wir wissen ja, sonst würde ich den easy auseinandernehmen. Oh, nochmal hier, komm, zack. Jetzt aber. Hast du noch Schwerter überhaupt eigentlich, wie ich so fragen darf? Ich hab Sachen, ja, aber die sollte ich vielleicht aus der Kiste holen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof für die Runde, ne? Dass du dann die ja nicht mitgenommen hast. Ja, das ist richtig. Dann geht der Punkt, glaube ich, aber auf mich. Aber ist der hier Best of 3, ne? Also ja. Ist ja noch alles möglich. Also das ist ein komischer Typ, den du da gemacht hast, sag mal. Das sind Spiraldos, die tun weh. Das habe ich gemerkt. Ich kann auch den machen, wenn du willst. Ich hab auch noch ein Schwert. Okay, sorry, ich hab nichts gesagt. Aber Schneebälle fand ich eigentlich cool irgendwie. Ja, aber die sind halt low, ne? Deswegen. Oh, ja gut. Ja. Da ist es dann auch mit ihm zu Ende und damit habe ich dann auf jeden Fall diese Runde gewonnen. Ich hab dir immerhin am kleinen Zeh geknuspert, ja. Können wir kurz mal gucken, was hast du eigentlich in deiner Kiste drin gehabt eigentlich? Ich hab einerseits so ein Fang. Ja? So ein Fangding. Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, also was war dir in der Kiste drin? Das ist jetzt schon, also wenn du smart gewesen wärst, hättest du jetzt mitnehmen können. Zusätzlich weiß ich auch noch nicht, wofür die alle da sind. Also aber, sag mal also so, ein paar kenne ich, aber. Also die Sense, die wäre am besten gewesen von allem. Hättest du schon einen okay, reinnehmen können. Das Baguette macht was? Knockback, der Cube. Achso, das ist quasi wie so ein Baseballschläger. Genau. Der Cube okay. Kann Zeugs abziehen. Die Porte, also die Dings, die Black Holes sind auch sehr krass gewesen gegen mich. Und dann Shield halt. Mhm. So, jetzt sind wir hier, wie gesagt, in der nächsten Runde. Jetzt ist entweder Finale oder halt Halbfinale. Kommt drauf an, wie Picos jetzt spielt, weil er hat ja nicht schlechte Sachen in seiner Kiste mal gesehen. Okay, soll ich sagen. Okay. Wie gesagt, wir bis 8 Minuten. Wir legen los in 3, 2, 1 und go. So, jetzt mal kurz schnell die Sachen geben wieder. Aus der Liste, zack. Und dann genau. Legen wir dann gleich los. Ich kann die Chest noch hier selbst zu geben, ne? So, weil wir wissen ja, wenn das weg ist, ist es weg. So, wir fangen an mit den ersten Blöcken. Zack, so. Und das ist der hier. Und wir kommen sofort Diamanten. Oh, das ist super. Das ist sehr, 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 sehr schmackhaft. So, ja, den Bauhammer brauche ich nicht unbedingt. So, mal kurz hier wieder die Sachen wegpacken, die wir nicht brauchen. Ja. Da tanze ich fröhlich vor mir hin. Okay, Muchball. Was haben wir hier? Wir haben nochmal Diamanten. Oh, das ist auch super. Das ist doch perfekt. Oh, ich wurde wegtippiert. Hallo, wie geht's denn da drüben? Ja, super. Ich sehe, du baust aktiv gerade Blöcke ab. So, wir gehen noch kurz wieder. Ich muss dir doch alles fort, ich bin nicht so schnell. Ja, flinken Finger musst du haben hierfür. So, weiter geht's. Oh, den Lego-Würfel, wie man gerne sage. Oh, schon wieder ein Tanzmode. Also jetzt kriege ich nur ein bisschen Dreck raus. Ah, okay, Dodo, nehme ich den an. Ist immer ganz viel Schild. Den Stein, okay. Eisen, okay, nehme ich auch gerne an. Machen wir kurz alles, was wir nicht brauchen, hier in die Kiste rein. So.
Was haben wir hier? Eine Mini-Sheet-Potion. Na, bringt jetzt nicht viel beim Kampf. Ja, noch mehr Eisen. Okay, Eisen also sieht ganz schön gut aus hier. Krähe haben wir auch noch. Können wir nicht reinpacken, aber. Hier, was ist das hier? Noch eine Krähe, okay. Also sind wir auf jeden Fall sehr viele Krähen hier gerade am Start. Oh, eine Sheet-Potion. Noch eine. Uiuiui, das ist da wirklich ein bisschen hart, sag ich jetzt schon mal. Uiuiui. Ich glaube, ich habe auch ganz coole Sachen. Ich bin mir nicht sicher. Nicht sicher, bist du. Und ja. Diesmal werde ich sie auch nutzen. Aber auch wie ich alle mitnehmen an den Kampf, ne? Das ist ja noch ungefähr ein paar Minuten noch Zeit. So, den hier. Oh, ja, okay. Ich muss echt sagen, ich kriege gerade nur wirklich Müll raus aus den Blöcken. Oh, okay. Nein. Okay. Das nehme ich nicht. So, Schneebälle. Lieblingsgericht von Picos. Und, oh, den Pico. Ja, die waren echt lustig eigentlich. Ich habe auch gut getroffen, fand ich. Wir haben Rüstung bekommen. Shield, okay. Emeraldos, nice. Geht das rein da in die Kiste. So, die letzten vier Blöcke von den normalen. Oh, ein Riesenholzschwert. Wie auch immer du das schaffst, ich bin noch bei 20. Ja, ich kriege aber wirklich nur Müll gerade. So, oh, ja, wow. Wie viele baust du immer, bevor du abbaust? Einen immer. Also ich muss sagen, jetzt gegenüber der alten Runde ist jetzt sehr viel doppeltes Zeug und sehr viel jetzt nicht zu krasses. Hoffen wir, dass jetzt hier die Super Lucky Blocks mir noch was Gutes rausbringen, weil sonst haben wir ein kleines Problem. So, wir gucken mal. Ja, doch. Das ist gut. Das ist absolut kacke, da ich ein Bett bekommen habe. Kann ich jetzt sofort neben mein Bett packen. Oh, okay. Oh, okay. Okay, das hat auf jeden Fall hier ein dickes Plus gemacht, auf jeden Fall in meiner Tasche. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen aufrüsten. Purchase. Oh, okay, das ist eigentlich ein Problem, weil wir können jetzt hier keine Eisenrüstung holen, weil ich die Eisenrüstung schon vom Spiel bekommen habe. Und wenn ich ausziehe, müsste ich die nicht kaufen. Nee, ich kann die nicht kaufen. Okay, das heißt, ich hänge da auf jeden Fall auf der Eisenrüstung fest. Das hat ein... Kann ein Vorteil sein für Picos, aber ich habe ja hier mir schon, ich habe hier fast 200 Leben gefühlt. Deswegen kann ich mir das also mal reindrücken. Aber wie es hier aussieht, sieht es für mich ein bisschen schlechter aus. Ich weiß nicht, wie beim Herr Picos gerade drüben aussieht. Was sagen Sie zu Ihrer aktuellen Situation? Ich bin eigentlich vergleichsweise zufrieden, muss ich sagen. Okay, jetzt muss ich mal rumsortieren hier. Ja, 4 Minuten hast noch Zeit, dich ein bisschen aufzurüsten. Ich habe jetzt nur einen Dodo, der bringt jetzt noch ein bisschen Leben dazu extra, plus die Potion, aber sonst sieht es für mich echt, ja, nicht gut aus, ehrlich gesagt. So. Und das geht hier hin. Nein, so. Und ich habe so Steine gerade im Inventar, das ist ekelhaft. Also man sieht hier, Leute, ich habe echt zu gegenüber zur anderen Runde absolut nur Müll. Ich habe hier noch die Sachen, die ich noch nutzen kann eventuell. Sonst ist da halt echt nur Kacke dabei. Hoffe mal, da gleich ich auf jeden Fall dann mit den Sachen... Also ich habe ein gutes Schwert. Ich habe ein gutes Schwert, aber dafür echt eine Kackrüstung. Und ich versuche jetzt ja gerade noch... Du hast doch die Eisenrüstung, oder? Nein. Ich habe ja die Lederrüstung bekommen und deswegen hänge ich an der fest, deswegen. Okay. Ich sehe, du hast auch schon ein gutes Schwert am Start. Also das kann interessant werden. Ich habe halt sehr viel extra prosoischen Health auf jeden Fall am Start. Ich kann ja da noch was mit reißen. So, 180 Pfeile, das müsste eigentlich reichen, um gleich den Picos ein paar Pfeile reinzudrücken. Ich kann noch vielleicht versuchen, ein paar Diamanten zu reißen, eventuell mal gucken. 6 Diamanten, ich hoffe, ich kann was mit reißen. Bitte. So, nee, nichts Großartiges, obwohl... Ah, hier, komm. Für die paar Minuten, wenn wir es noch hinkriegen. So, noch 1 Minute Zeit und dann musst du ready sein. Oh, ich pack schon mal die unnützen Sachen aus dem Inventar raus. Und das kannst natürlich, nein, nichts vergessen. So, wie gesagt, gleich finale Runde oder Sudden Deathmatch, wir wissen es ja noch nicht, weil ich dann hier ja ein bisschen lower bin. So, du willst anscheinend auch schon fetzen, kann das sein? Ja, also ich bin gespannt. Okay, dann... Sagen wir es so. Um 8, in 8 schlägt und hier 3, 2, 1 und los geht's. So. Oh Gott, das ist schnell. Hilfe. Du da. Zack! Oh, ich sehe nichts. Oh. Hätte ich noch den... Na, ich hab verfehlt. Oh Gott. Oh. Nein! Hast du gerade selbst hochgejagt? Ja. Ja, Oh Mann, ich hatte so schöne Sachen diesmal. Ja, das ist auf jeden Fall schlecht, weil, dann hast du halt verloren, ne? Das ging auf jeden Fall sehr schnell. Ja, hast du auch jetzt diese paar Steine gehabt? So, die kannst halt... Oh, das ist also dieser Stein, den ich hatte, sogar diesen hier, den dicken. Oh. Ja, gut. Deswegen... Wo bist du jetzt? Ja, ich hab mich da gerade so hoch gepustet. Und ich häng gerade in der Cam fest, aber... ja gut, jetzt häng ich eine Cam fest. Super. Ich hatte noch so Pistolen und sowas, aber ich wusste nicht, was die können. Aber dachte mir so, Raketen wäre voll gut, dann nutze ich den erstmal. Ja, das mit dem Nutzen war dann, glaube ich, dann auch ein bisschen schlecht.
Hat ja fast gut geklappt. Aber mein Nachfolger wird es mit Sicherheit noch deutlich besser können. Und ich würde sagen, ja, das war halt eine sehr schnelle Runde, aber der Picos hat es ja zum ersten Mal gemacht und hat sich versucht zu schlagen. Also die erste Runde war schon ein bisschen besser. Die zweite Runde war auch gut, aber dann hat er sich leider selbst hochgejagt. Aber ich würde sagen, wie gesagt, ich hatte nur noch 6 Leben. Also du hast mir echt viel abgezogen schon. Aber ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, mit Picos. Wie gesagt, ist er ein OG, den ich schon ein bisschen länger kenne. Und gesagt, ja komm, zum ersten Mal ein bisschen zum Einführung des Formats machen wir das mal hier zusammen. Und ja, sehen wir, was auch so geworden ist. Absolutes Chaos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier irgendwann seid oder auch irgendwelche Frauen, dann lasst mal ein Abo auf diesem Kanal da. Aktiviert die Glocke, das ist nichts mehr von Bed Wars auf meinem Kanal. Nehmt verpasst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!